Was geht und willkommen zurück zu Mist Survival. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen was geschafft. Wir haben endlich eine Axt gefunden vor ein paar Folgen und haben hier so ein Log-Wheel oder so ein Log, wie nennt man das, Log-Charter, also wo wir Holz sammeln können, gebaut. Damit haben wir sehr, sehr viel Holz bereits gesammelt und ich würde einfach in dieser Folge mal so ein bisschen weitermachen, diese Jagdhütte fertig zu bauen, weil bevor der Winter ja startet, ankommt, würde ich gerne in so einer Hütte leben, statt in diesem kleinen Bunker da. Ich guck mal ganz kurz, wir haben sehr viel Fleisch angebraten. Wir können vielleicht einen essen, vielleicht die, die bald schlecht werden. Wir essen mal den hier. Der sollte uns eigentlich ganz gut sättigen. Das ist, ja, doch, es geht. Okay, sind noch ein bisschen durstig. Das trinken wir auch, obwohl wir eigentlich gerade getrunken haben. Aber wir können nicht so viel trinken und essen, weil wir aktuell noch eine Lebensmittelvergiftung haben. So schlau wie ich bin. Ich habe in der letzten Folge, ja, irgendwas Rohes gegessen. Das ist natürlich nicht so geil. Ich will mal ganz kurz schauen, ob wir hier vielleicht ein bisschen was wegpacken können. Fleisch würde ich gerne behalten. Die Dose kann vielleicht erstmal weg. Und eigentlich brauchen wir nicht so viel Wasserflaschen. Vielleicht können wir auch eine, wir tauschen das mal und das droppen wir mal. Das brauchen wir nicht unbedingt. Munition müssten wir eigentlich auch irgendwie mal weghauen, aber wir haben einfach gar keine Container mehr. Ja, hier eine Säge kann weg. Das Leder kann eigentlich auch weg. Das packen wir mal hier mit rein. Wir gucken mal, wie das hier ist. Ist das schon getrocknet? Nee, das ist immer noch roh. Das trocknet gerade. Okay, das dauert ein bisschen, bis es trocknet. Ich würde einfach sagen, ich verplemper nicht so viel Zeit. Nimm mir mal das ganze Holz, was geht. Und fang einfach mal weiter an, hier das fertig zu bauen. Wir machen einfach mal die Hölzer fertig. 33 Hölzer brauchen wir. Okay, sollten wir hinkriegen. Und danach kommen die Woods, davon brauchen wir noch 12 Stück und Sticks sollten eigentlich auch kein Problem sein. Wir müssen natürlich nach und nach mal aufpassen, dass es nicht neblig wird, weil ansonsten haben wir ein Problem. So, machen wir mal weiter. Weil ihr seht, die Zeit verrinnt, während wir hier arbeiten und in der Zeit kann es halt sein, dass der Nebel kommt. Und wenn wir da nicht aufpassen, dann stehen wir da draußen mitten im Nebel. So, wir sind jetzt ein bisschen dehydriert. Sollten jetzt langsam wieder was trinken. Zack. Wir müssen gleich mal schauen, ob wir noch genug zu trinken haben. Wir haben ja anfangs sehr, sehr viel abgekocht, beziehungsweise destilliert. Wir haben ja so einen Water Purifier. Auf jeden Fall sehr, sehr sinnvoll am Anfang. Da sollte aber eigentlich noch, ja, da ist noch 14 Liter drin. Das ist doch noch reichlich. Müssen wir aber im Auge behalten. Okay. Ja, jetzt haben wir nur noch zwei Holzdinger. Das ist natürlich nicht so geil. Warum können wir das nicht aufnehmen? Take Lock. Take Lock. Sag nicht, dass das hier gerade irgendwie verbuggt ist. Warum? Okay, ich kann die Locks komischerweise nicht nehmen. Ich habe keine Ahnung. Ich kann gerade gar nichts mehr drücken. Doch, jetzt. Aber ich kann diese Locks leider nicht nehmen. Komischerweise. Das gefällt mir gerade gar nicht. Ich würde sagen, dann, wir brauchen sowieso ein paar Logs. Deswegen fangen wir einfach mal weiter an, hier ein bisschen was zu hacken. Machen wir gleich mal mit dem hier weiter. So, das Holz abhacken oder das Bäume fällen dauert echt ziemlich lange. Gefühlt doppelt so lange als bei Forest oder Sons of the Forest. So, die nehmen wir mit. Mal gucken, wie viel können wir noch mitschleppen. Keine mehr, perfekt. Dann ist ja ein Baum perfekt. So, und das, ja, würde ich sagen, bauen wir gleich auf, ne? Aber wieso können wir denn hier... Wir können die Logs leider nicht... Entweder das ist ein Bug, aber da steht ja Take Logs, ne? Ja, es scheint ein Bug zu sein. Schade. Toll. Meine Güte. Ich hatte auch in den Kommentaren gelesen, also vielen Dank dafür. Das war ein Kommentar, dass ich das Spiel neu installieren soll, weil mit der 0.6, glaube ich, die... Ich weiß nicht, ob ich schon mit der 0.6 spiele. Oh, habt ihr das gehört? Irgendwo ist ein Event gewesen. Machen wir mal kurz die Karte auf. Wir können nämlich mit unserem Stift die Event-Location, die ist hier. Und wir sind hier. Das heißt, wir können eigentlich mal schauen, ob wir das Auto irgendwo finden, was einen Unfall gebaut hat und den Typi retten, weil mit dem können wir dann auch handeln. Ich weiß nicht, ob der uns gratis was gibt. Ich glaube eher nicht, aber ich glaube, die Dinger sind jetzt weg, ne? Die Markierung, ja, ja, tolle Wurst.
Wollen wir nochmal markieren? Event Location war hier und wir sind hier. Das heißt, wir müssen hier hoch weiter. Hier hoch weiter ist gut. Hier weiter hoch. So, da ist doch das Auto schon. Die Sticks nehme ich mal mit. Die brauchen wir nachher noch. Für die Hütte. Wir müssen hier aufpassen, weil hier, glaube ich, in der Nähe auch Wölfe waren. Als ich das letzte Mal hier war, auf dem Aussichtsturm. Okay, dann helfen wir den Kollegen mal. Open Door. Rescue. 3 Minuten dauert das. Können wir den noch irgendwie engagieren? Das wäre halt geil, ne? Thank you for saving me. This is a small thing. Okay, was kann er, was gibt er mir? Was hat denn der mir gegeben? Ein Fisch? Ach so, ist das, nein, ein Fisch? Okay, können wir denen hier so ein T-Shirt geben? Ach nee, das sind seine Sachen. Okay. Was können wir ihnen geben? Ah, er hat jetzt nichts Besonderes. Er hat Batterien. Aber ich glaube, Batterien brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Deswegen würde ich sagen, back und good luck, ne? Schade, dass wir den nicht engagieren können. Ich weiß halt leider immer noch nicht, wie wir an so Stuff kommen. Haben wir jetzt tatsächlich beide Wasserflaschen weggepackt? Ah, ich bin ja mal richtig schlau. Ich bin richtig schlau. Okay, dann müssen wir gleich auf jeden Fall zurück zur Base, weil wir gerade dehydriert sind. Nehmen aber hier mal auf jeden Fall ein paar Sachen mit. Das ist doch, glaube ich, ziemlich sinnvoll. Was können wir... Was ist das? Lure. Kann man das braten? Kann man das essen? Was gibt der mir denn da? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja, komm, wir packen die Hardsticks mal weg. Die finden wir ja zu Genüge. Okay, ihr seht rechts auch, wir heilen uns selber. Also die Lebensmittelvergiftung brauchen wir nicht irgendwie... Also man kann die bestimmt mit Antibiotika ein bisschen schneller heilen, aber sowas heilt halt auch selber. Das ist ganz gut. Gibt mir halt so einen Nachteil, dass wir weniger essen und trinken können. Ich weiß jetzt halt nicht... Hatte ich nicht 2 Wasserflaschen? Sag mal. Habe ich die Wasserflasche irgendwo weggepackt? Das wäre natürlich richtig... Ach so, sorry. Nee, die habe ich vergessen hier mitzunehmen, ne? Ja, jetzt weiß ich es wieder. Okay, jetzt weiß ich es wieder. Okay, ich packe mal erstmal diese Bretter weg. Die kann ich eigentlich gleich wieder mitnehmen. Das machen wir so. Trinken das einmal. Perfekt. Und dann können wir eigentlich weitermachen. Nur mal kurz schauen, was wir vielleicht wegpacken können. Das Messer brauchen wir erstmal nicht. Ja, wir haben so viele Werkzeuge. Holy moly. Das Messer packen und droppen wir mal hier erstmal. Und dann können wir hier die Bretter mal mitnehmen. Wenn ich die mal schnell finde. Zack. Und dann machen wir weiter. Und es wird Gott sei Dank nicht neblig. Also wir haben eigentlich relativ Glück. Dass, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses Poisoning nicht heilt, ne? Kann sich das hier auch im Status angucken. Affected by cannot increase. Okay, food poisoning maybe cause treatment. Wir können das hier mit sowas heilen oder mit Antibiotika, haben wir aber leider nicht. Ich glaube, wenn wir schlafen, heilt das, ne, selber. Oh, hier ist noch ein Lock, geil. Aber ich will mal ganz kurz schauen, wenn wir gerade hier in der Nähe sind, ob wir was gefangen haben. Ich vermute es irgendwie nicht, aber... Nein, wir haben immer noch nichts gefangen. Alter Schwede, ist das wirklich so, dass wir so schnell nichts fangen? Das ist doch krass. Ein Köder ist auf jeden Fall drinne. Aber wir fangen einfach nichts. Das gefällt mir nicht. So, diesen Baum holzen wir auch mal ab. Perfekt. Das nehmen wir auch mit. Den Stamm, den Überbleibsel. So. Okay, mehr Holz ist hier nicht. Ja, ziemlich wenig. Okay, dann machen wir hier mal weiter. Es wird auf jeden Fall dunkel. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Aber es wird nur dunkel und nicht neblig. Okay. Glück gehabt. So, wir sind wieder dehydriert. Und wenn wir... Ach so, wir müssen immer hydriert bleiben. Ich sehe es gerade. Weil die Lebensmittelvergiftung wird immer mehr. Ich glaube, wir müssen uns wirklich... Wir müssen wirklich hydriert und ja, satt bleiben. Aber sonst könnte es problematisch werden. Okay, das ist gegessen. Wir haben immer noch Doors. Achso, da ist zu wenig drin. Ne? Dann gehen wir nochmal fix rein. Also wir haben einfach mal so einen ganzen Wolf innerhalb von einem Tag aufgegessen. Das ist ja mal Wahnsinn. Heftiger Shit. Okay, das müssen wir hier einmal trinken. Ich habe jetzt, glaube ich, nur gemacht, drink a little.
wollte ich eigentlich nicht, weil eigentlich... Nein, Mann! Drink an... Wieso sehe ich meine Maus nicht? Alter, das Spiel ist ja mal mega verbuggt. Ich glaube, genau, ich hatte es ja vorhin schon angefangen zu erzählen. Ich habe einen Kommentar bekommen, dass ich das Spiel neu installieren soll. Ich glaube, ich hatte das nicht zu Ende erzählt. Ja, mal gucken, wann ich es mache, ob ich es überhaupt mache. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, die Spielstände bleiben ja trotzdem. Nach dem Deinstallieren. Wieso kann ich diese Baumstämme nicht abholzen? Schade. Aber ja, ich warte einfach noch ein bisschen. Vielleicht bis zum nächsten Update. Dann kann ich auch nochmal eine Neuinstallation starten. Weil bislang geht's eigentlich mit den Bugs. Finde ich. So, der nächste Baum ist weg. Da wird wahrscheinlich viel Holz dabei rauskommen. Das werden wir auf jeden Fall aber direkt verarbeiten. Okay, den kriegen wir nicht mehr. Das wird ziemlich lange dauern. Wahrscheinlich werden wir das nicht mehr den ganzen Tag machen. Muss ein bisschen aufpassen. Es bleibt dunkel. Am besten meine Leiste offen lassen, damit wir mal gucken können. Ja, ich glaube, das sollte ausreichen. Okay, mehr haben wir eh nicht. Dann nehmen wir noch einmal fix die Sachen hier mit. Das Holz, das letzte, das bringen wir noch einmal dran. Und dann gehen wir erstmal schlafen. Mit der Hoffnung, dass die Lebensmittelvergiftung ein bisschen abklingt. Aber davor sollten wir vielleicht erstmal genug trinken und essen, dass wir gesättigt und hydriert zu Bett gehen. Ich habe das Gefühl, das geht irgendwie mehr nach oben statt nach unten. Sowas ist halt schade zu essen, ne? Weil das eigentlich viel mehr bringt. Ich habe auch mein ganzes Fleisch gegessen, obwohl wir eigentlich es hätten gar nicht brauchen, ne? Komm, wir essen einmal die Canned Fruit noch zum Abend, weil ich habe keinen Bock, dass das hier weiter hochgeht. Vielleicht reicht das ja. Ja, es geht langsam hoch. Wir legen uns mal schlafen. Rest. Machen wir mal für 8 Stunden. Ein bisschen mehr als sonst. Ja, Hunger, Durst geht runter. Meine Gesundheit bleibt. Oh, meine Lebensmittelvergiftung. Schaut euch das mal an. Warum steht das Self-Healing, wenn das immer weiter nach oben geht? Ach, oder ist nach oben gut? Ja, doch, sorry. Ich dachte, wenn es nach oben geht, heißt das, es wird schlechter. Aber ich glaube, wenn es nach oben geht, dann ist es geheilt. Okay, jetzt habe ich es verstanden. So, okay. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal froh und munter weiter. Das trocknet hier, das ist gut. Wir holzen einfach mal weiter ein paar Bäume ab. Wir nehmen mal die, die in der Nähe sind. Wir haben ein bisschen Platz, nicht allzu viel, aber sollte ausreichen. Okay. Naja, mein Problem ist halt wirklich, ich habe echt keine Container, um ja, den ganzen Stuff irgendwie zu lagern. Deshalb lasse ich es einfach meistens im Inventar, weil ich sonst vergesse. Ich vergesse es sonst irgendwie und das ist halt doof. Aber naja, was willst du machen? Okay, ein Holzstück müsste hier noch liegen. Habe ich das jetzt verloren? Ach, das ist hier runtergerollt. Ja, okay. Ich glaube aber, haben wir jetzt eigentlich genug Holz da? Ne, 6. 5 Stück jetzt noch mit dem, welches wir gefällt haben. Ich glaube, einmal müssen wir noch fällen und dann sollte es eigentlich ausreichen. Und es wird leider auch nicht ausreichen, nur so eine Hütte zu bauen, weil die Hütte hat leider nicht automatisch auch Container. Das ist das Problem, also müssen die Container sowieso noch bauen. Ja, aber da überlege ich mir dann noch was. Das sollten wir hinkriegen. So, wir sind wieder dehydriert und haben Hunger. Holz brauchen wir noch 3 Stück. Hier eins. Jetzt haben wir, glaube ich, 2 nur aufgesammelt. Ne? Können wir das hier Holz abholzen? Leider nicht. Da ist noch einer. Ja, das wäre der letzte. Ich guck mal kurz, haben wir was zu essen dabei? Nein, das nehmen wir mal weg. Und, oh nein, jetzt haben wir... Ach, das ist hier schon wieder runtergerollt. Alter, das rollt ja runter, wie, was weiß ich. Da hinten ist auch noch. Da hinten ist auch noch so viel Holz. Schau dir das mal an. Alter Schwede. Müssen wir gleich aufsammeln. Holz ist wichtig. Essentiell. Okay, 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 okay. Es wird. Oh, 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 oh. Siehst du, da einen Moment nicht aufgepasst.
einen Moment nicht aufgepasst und dann wird's neblig. Und hätten wir noch weiter gewartet, dann wäre schlimm. Ich würde gerne einmal das Holz aufsammeln. Weil ich gerne Bretter sägen möchte. Dafür brauchen wir aber noch eine Säge, ne? Ah, Mann, was mache ich denn? Und ich muss unbedingt trinken und essen. Hallo, jetzt wird's aber eng. Okay, wir trinken erstmal was. Oder ist da... Okay, wir müssen mal kurz gucken. Ich glaube, da ist nicht mehr genug drin, ne? Tauschen wir mal kurz. Ja, gut, dass wir hier noch eine Reserveflasche haben. Sonst hätten wir jetzt ein Problem, weil ich glaube, draußen auffüllen, das hätte zu lange gedauert. Essen sollten wir hier auch noch haben. Das packen wir erstmal wieder zurück. Und dann essen wir hier mal das Zeug hier. Das war jetzt aber wirklich eng. Und um die Zeit zu über... Ach, wir sind immer noch durstig. Alter Schwede, wie viel brauchen wir zum Trinken? Also hier ist wirklich rein gar nichts mehr drin gefühlt. Können wir uns da schnell noch was auffüllen? Ich habe ein bisschen Schiss. Oh, ich höre was. Oh mein Gott, das meine ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter Schwede, ist das eng gewesen. Guckt, schaut euch meine Heal-Anzeige an. Ich versuche jetzt auch gar nicht, die von innen irgendwie zu töten. Weil wenn die mich einmal erwischen, dann bin ich tot, ne? Ja, das lassen wir mal lieber. Ich trinke am besten erstmal was. Alter Schwede, war das eng. Holy shit. Ja, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen, liebe Freunde. Und schaut mal, wie viele da sind. Da hinten sind welche, hier vorne sind zwei, drei, da. Alter Schwede, das sind aber auch viele, ne? Ich habe gefühlt mehr als sonst. Ich würde sagen, um die Zeit so ein bisschen zu überbrücken, craften wir einfach mal ein paar Woods. Okay, wir haben unsere Säge nicht mit. Scheiße, wir haben unsere Säge nicht mit. Das ist schlecht. Wir hätten eine Axt, wir könnten Firewood machen. Aber Firewood bringt mir gerade leider nichts. Wir könnten... Oh, man kann Lashings aus Barks und Leaf machen. Okay, auch wichtig zu wissen. Wozu dieses Leaf, diese Lure ist, keine Ahnung. Also, ich weiß es nicht. Ja, wir haben noch sehr viel Munition. Das kann eigentlich weg. Können wir diese Potato essen roh? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Wir müssen halt echt ein bisschen aussortieren, ne? Ja, ich muss mich hier ein bisschen vom Fenster fernhalten. Nicht, dass sie mich erwischen. Wir hätten noch Schokoriegel. Das können wir noch anbraten. Also wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Nahrungsmittel. Vielleicht noch für ein, maximal zwei Tage. Also eineinhalb Tage. Und mehr wird es auch nicht sein. Ich will jetzt auch irgendwie ungern schlafen. Ich würde die Zeit gerne nutzen hier drin und irgendwie was craften. Sticks brauchen wir eh, ne? Komm, weißt du was, machen wir Sticks. Ein zumindest. Wow, haben wir hier vielleicht noch Barks drin? Ja, dann können wir noch einen Stick machen. Drei sogar. Fünf Minuten. In fünf Minuten wird aber der Nebel nicht verschwinden. Haben wir noch was? Firewood. Ja, hier haben wir keine Säge leider drin, ne? Wir brauchen unbedingt die Säge. Doof, kann man den hier... Ja, ich will es nicht riskieren, weil unsere Gesundheit ist halt ziemlich niedrig. Okay, das wurde zum Ende doch ziemlich aufregend. Ich würde sagen, ich mache an der Stelle erstmal einen Cut. Harre das hier aus. Sag danke fürs Zuschauen und ja, hoffentlich bis zur nächsten Folge. Ciao!